In diesem Video beschäftigen wir uns mit einem Tarif von der Helvetia Lebensversicherung. Und zwar geht es um den Tarif Clevesto All-Case Tarif FWL mit dem Stand Dezember 2021. Wenn du also einen solchen Vertrag kürzlich abgeschlossen haben solltest oder gerade vor der Überlegung stehst, ob du diesen Vertrag für dich für die Zukunft abschließt, dann bleib dran und guck dir dieses Video bis zum Ende ganz genau an. Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 12 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Wir haben uns als Honorar-Finanzanlagenberater darauf spezialisiert, vorhandene Verträge zu prüfen oder eben Angebote zu prüfen und Feedback zu geben, ob es sich lohnt, die abzuschließen bzw. weiter zu besparen. Und so kommen jeden Tag Menschen auf uns zu mit vorhandenen Verträgen und mit der Frage, ob es sich lohnt, die weiter eben fortzuführen oder gegebenenfalls etwas daran zu verändern. Wir sind dabei ähnlich wie ein Anwalt oder Steuerberater, das heißt, wir sind zu 100% auf der Seite des Kunden. Bei uns geht es nicht darum, irgendwelche Provisionsverträge zu verkaufen, sondern wir sind vielmehr eine Art Gutachter und geben den Menschen hierbei, unseren Kunden hierbei, transparente, neutrale Erklärungen, was sie von ihrem Vertrag halten und erwarten dürfen und welcher Vertrag vielleicht keinen Sinn macht. Und aus diesem Zusammenhang möchten wir jetzt mal einen Tarif von der Helvetia Lebensversicherung genauer unter die Lupe nehmen, was wir hier gleich gemeinsam machen werden. Vorweg jedoch einige Details, damit du dieses Video besser verstehst. Zunächst einmal der Hinweis, ich habe dir unten in der Beschreibung die einzelnen Stellen markiert, sodass du in den Kapiteln springen kannst. Wenn du möchtest, kannst du den Einleitungsteil auch direkt überspringen und kannst direkt zum Fazit zu diesem Tarif kommen, zum finanzmathematischen Gutachten, was ich dir dann hier gleich zeigen und erklären werde. Dann ist es so, dass wir in den letzten Jahren mittlerweile über 10.000 finanzmathematische Prüfungen von Geldanlageprodukten gemacht haben. Das heißt, bei dieser großen Zahl gibt es natürlich einen immer wieder ähnlichen, gleichen Grundaufbau einer solchen Prüfung. Ich kann dir das hier nur anreißen, wenn du das aber in der Tiefe mehr verstehen willst, findest du unten in der Beschreibung ein Video, aber auch einen Blogartikel, der dir diesen allgemeinen Grundaufbau einer Vertragsprüfung genauer erklärt. Wenn du das also in der Tiefe mehr verstehen willst, guck dir gerne im Anschluss dieses Video bzw. den Blogartikel an. Wenn du Altersvorsorge und Vermögensaufbau erfolgreich hinbekommen willst, dann solltest du in erster Linie immer den Fokus darauf setzen, welche realistische Rendite ist zu erwarten, die du auf dein investiertes Geld bekommst. Das heißt, nur die Zinsen sind es ja und die Rendite, die dein Geld auf lange Sicht wachsen lässt. Und dementsprechend macht es nur Sinn, Geld anzulegen, wenn du beispielsweise mindestens mal mit deiner Geldanlage auf lange Sicht zumindest die Inflation schlägst. Und deshalb gucken wir uns auch solche Vertragsprüfungen immer aus dem Gesichtspunkt der realistisch zu erwartenden Rendite an. Wir werden uns jetzt das konkrete Angebot angucken, was uns hier vorgelegt worden ist. Wichtig für dich dabei zu beachten ist, dass wenn du das Ganze mit deinen Zahlen vergleichst, dass du sicherlich einige Abweichungen finden wirst. Das Ganze hier ist also für dich nur eine Orientierung, ein Beispiel, an dem du dich entlanghangeln kannst. Es kann aber keine 1:1 individuelle Beratung ersetzen. Wenn du also möchtest, dass wir dich genauso individuell beraten und auch dir ein finanzmathematisches Gutachten erstellt, konkret zu deinem Vertrag oder Verträgen, dann kannst du dich gerne zu einem kostenlosen Gespräch bei uns melden. So, wir haben jetzt hier das Angebot von der Helvetia vorliegen. Insgesamt sind es 76 Seiten, das sehen wir hier unten rechts. Und wir werden uns jetzt mal die wichtigsten Eckdaten hier raussuchen. Zunächst einmal gucken wir uns hier die Stammdaten an. Hier geht es um einen Max Mustermann, der ist am 3.9.81 geboren. Und möchte gerne ab dem 1.9.2022 hier monatlich 480 Euro in diesen Vertrag, in diese Rentenversicherung einzahlen. Das Ziel ist, hier bis 67 eine gewisse Rente aufzubauen bzw. ein gewisses Kapital, um daraus dann entweder eine monatliche Rente zu bekommen oder eine Einmalzahlung. Wenn wir etwas weiter nach unten gehen, haben wir hier den Hinweis, was hier ausgewählt worden ist, wie das Geld angelegt werden soll. In dem Fall ist hier eine 100%ige Fondsanlage hinterlegt. Das heißt, in dem Fall handelt es sich um einen Fonds, der hier ausgewählt worden ist, und zwar der Jupiter European Growth L Fonds. Etwas weiter unten ist nochmal der Hinweis, wir haben das hier gelb hervorgehoben. Ich scrolle mal hin. Und zwar sehen wir das hier. Der Versicherer gibt einen sogenannten garantierten Rentenfaktor in Höhe von 20,08 € abgerundet, die er pro 10.000 Euro Vertragsguthaben hier als monatliche Rente später auszahlt. Also pro 10.000 Euro gibt es etwa 20 Euro garantierte lebenslange Rente. Wie viele 10.000 da hier zusammenkommen, das werden wir im Laufe des Videos im finanzmathematischen Gutachten dann gleich sehen und dann werde ich auch nochmal auf diese Zahl zurückkommen. So, wie gehen wir jetzt vor bei dieser Vertragsprüfung? Wir gehen nochmal nach oben und gucken uns zuerst die Renditequelle dieses Vertrages an. Und zwar ist es ja so, dass hier dieser Fonds natürlich dafür verwendet wird, dass dort die Geldvermehrung stattfinden soll.
Wenn wir etwas weiter reingehen, stellen wir fest, dass es sich hier um einen 100%igen Aktienfonds handelt, der in verschiedene Aktien, aber auch teilweise andere Aktienfonds investiert. Man spricht hier dann auch von einem sogenannten Dachfonds. Dieser Fonds hat natürlich eine Entwicklung, die wir jetzt nicht vorhersagen können, weil das natürlich auf Entscheidungen der Zukunft beruht, die der Fondsmanager hier trifft, und dementsprechend können wir das nicht vorhersagen. Wir können uns aber angucken, was der Aktienmarkt global gesehen als Ganzes im langen, langen Rückblick über 100, 120 Jahre im Durchschnitt für Renditen abgeworfen hat. Und wenn wir das tun, dann kommen wir zu der Erkenntnis, dass der Aktienmarkt trotz Corona, trotz wirtschaftlicher Krisen, trotz Weltkriegen und so weiter, diverser Crashs, die es in der Vergangenheit gab, im Durchschnitt eine sogenannte Marktrendite von 9% generiert hat. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal die Annahme treffen, dass auch in der Zukunft der Aktienmarkt im Durchschnitt auf längere Sicht gesehen 9% Rendite abwirft. Und auf diesem Markt bedient sich ja dieser Fonds, und dementsprechend haben wir jetzt eine Grundlage von 9% und müssen hiervon nur in Abzug bringen alle negativen Faktoren, die wir hier nachweislich identifizieren können. Also sprich die Kosten des Versicherers, die Kosten der Fondsanlage und die weiteren negativen Einflussfaktoren, auf die ich gleich noch eingehen werde. Und dann bleibt eine Restrendite übrig, und das ist dann die verdurchschnittlichte Kundenrendite, die hier realistisch auf das investierte Geld abzuholen ist. Und damit können wir dann hochrechnen, auf wie viel Kapital denn der Max Mustermann hier über seine 26 Jahre Vertragslaufzeit kommt. Wir fangen also an mit den Kosten, die wir jetzt hier in den Unterlagen erkennen können, rein auf der Ebene der Versicherung. Dazu springen wir auf die Seite 12, und zwar im unteren Bereich der Seite 12, wo es um die Kostenfaktoren geht, sehen wir jetzt Folgendes. Wir haben hier zunächst einmal die sogenannte Bewertungssumme ermittelt. Die beträgt 149.760 Euro. Was ist das? Das ist der monatliche Beitrag, die 480 Euro, mal 12, mal 26 Jahre. Das ist also die Gesamtsumme, die der Max Mustermann hier über die 26 Jahre insgesamt einzahlt. Und anhand dieser Summe lässt sich jetzt die erste Kostenposition berechnen, und zwar die Abschluss- und Vertriebskosten. Steht hier auch in diesem gelb markierten oberen Block. Durch den Abschluss des Vertrages entstehen Abschluss- und Vertriebskosten. So, wichtig, diese Kosten werden nicht bei Abschluss mit einer separaten Rechnung, die er als Kunde berechnet, sondern sie werden über die ersten 5 Jahre aus deinem Vertragsguthaben entnommen. Und deshalb ist es umso wichtiger, weil man hier quasi von indirekten oder auch versteckten Kosten sprechen kann, dass dir bewusst ist vor Vertragsabschluss, welche Kosten da jetzt drinstecken. Wir können das hier sehen, und zwar betragen diese Abschluss- und Vertriebskosten insgesamt 3.744 Euro. Das heißt 2,5% von eben dieser Bewertungssumme. Wir haben das hier nochmal hinzugefügt. A steht für Alpha-Kosten, das ist die Fachbezeichnung dieser Abschluss- und Vertriebskosten, 2,5%. Wir können das auch einmal ausrechnen, damit wir das mal auf den Monatsbeitrag runterrechnen. 3.744 durch 60 Monate sind 62,40 Euro. Die Zahl sehen wir auch hier, 62,40 Euro. Bedeutet, von jedem 480 Euro Monatsbetrag gehen über die ersten 5 Jahre jeden Monat 62,40 Euro direkt weg zur Bezahlung dieser Abschluss- und Vertriebskosten. Dann geht es weiter, und zwar sehen wir das im zweiten Bereich, dass dieser Vertrag sogenannte Kappa-Kosten oder auch Stückkosten hat. Das heißt, unabhängig davon, wie viel hier jemand einzahlt, ob es jetzt 480, 380 oder 800 Euro sind, fallen jährlich laufende feste Kosten von 36 Euro an. So. Und dann gibt es hier weitere Verwaltungskosten. Das ist hier aufgeführt als Verwaltungskosten sind 1.020,72 Euro in den jährlichen Beiträgen eingerechnet. Also wieder, genau wie bei den Abschluss- und Vertriebskosten, hier Alpha, ist es so, dass es weitere Kostenpositionen gibt, die über die gesamte Laufzeit, nicht nur die ersten 5 Jahre, sondern über die gesamte Laufzeit berechnet werden. Und auch die werden nicht berechnet im Sinne von, es gibt eine externe Rechnung, die du bezahlst, sondern aus dem Vertragsguthaben entnommen. Jetzt ist das hier relativ kompliziert aufgebaut. Das steht hier in diesem Kasten. Ich werde den ganzen Kasten jetzt nicht vorlesen. Der Hintergrund ist der, hier gibt es eine Staffel. Und zwar ist es so, dass in den ersten 9 Jahren die sogenannten Verwaltungskosten, Fachsprache in diesem Bereich Beta-Kosten, 17,1% des monatlichen Beitrages betragen. Das heißt, wir können das einmal ausrechnen.
480 Euro und davon 17,1% sind 82,08 Euro. Das ist der Kostenbetrag für diese Position, der über 9 Jahre berechnet wird. Das heißt, wir können das mal ausrechnen, mal 12 mal 9 Jahre sind sage und schreibe fast 9.000 Euro für diese eine Kostenposition. Jetzt ist es aber so, dass es im Anschluss Kostenüberschüsse gibt, die der Versicherer an den Kunden ausschüttet. Das hat damit zu tun, dass er die Verwaltungskosten nicht in der Zukunft erhöhen kann, aber eine gewisse Unbekannte für den Versicherer existiert, ob sein Verwaltungsaufwand sich in der Zukunft vielleicht erhöht. Und aus diesem Hintergrund heraus nimmt der Versicherer, so steht es hier drin, höhere Verwaltungskosten von Beginn an, als er eigentlich aktuell benötigt und gibt dem Kunden, solange es geht, nicht garantiert, ganz wichtig, einen Überschuss, also eine Rückzahlung, sodass dort eine Staffel entsteht, die dazu führt, dass er erstmal weniger zahlt. Ist ziemlich kompliziert zu verstehen, muss man 3-4 Mal lesen, dass man es verstanden hat, aber unterm Strich bedeutet das, blöd gesagt, wenn alles gut läuft, ist der Vertrag deutlich günstiger, als es hier jetzt auf den ersten Eindruck erscheint. Wir sind jetzt extrem wohlwollend davon ausgegangen, dass dieser nicht garantierte, das steht hier ungefähr 20 Mal drin, Kostensatz, Überschusssatz, die ganze Zeit gezahlt wird. Und dementsprechend sich ab dem 10. Jahr die Verwaltungskosten von 17,1% auf den monatlichen Beitrag auf 4,48% reduzieren. Und mit diesen Werten, die wir jetzt hier gesammelt haben, können wir dann im finanzmathematischen Gutachten sehen, auf welche Gesamtbelastung das Ganze kommt. Dann geht es weiter. Und zwar ist die nächste Position, nachdem wir jetzt die Kosten auf der Ebene der Versicherung ermittelt haben, dass wir uns die Fondskosten angucken. Die Fondskosten gucken wir uns auf der 76. Seite an. Und zwar ganz, ganz unten haben wir hier die sogenannten wesentlichen Anlegerinformationen entsprechend zu diesem Fonds. Hier auf der zweiten Seite sehen wir die laufenden Kosten des Fonds in Höhe von 1,72%. Diese Kosten können wir mit dem Taschenrechner nicht so leicht errechnen, weil diese 1,72%, das mag vielleicht erstmal gar nicht viel klingen, die fallen jedes Jahr erneut an auf das jeweilige Fondsguthaben. Und wenn der Max Mustermann hier monatlich natürlich einzahlt, dann erhöht sich ja das Fondsguthaben. Und diese 1,72% fallen jedes Jahr sozusagen auf einem immer höheren Guthaben an und damit machen sie den Euro auch immer mehr aus. Wie viel das ist, sehen wir gleich im Ergebnis. Jetzt ist es so, dass allerdings dieser Fonds an den Versicherer wieder einen gewissen Bonus zahlt, eine Art Rückvergütung, die der Versicherer teilweise an den Kunden wiederum weitergibt. Auch das steht natürlich wieder in den Vertragsunterlagen drin. Wir können da einmal hinscrollen und zwar auf die Seite 7, also wieder ganz zurück nach oben, Seite 7. Hier steht, es gibt hier eine Staffelung und zwar in Abhängigkeit der Höhe des Guthabens gibt es eben diese Kostenüberschusssätze. Und das können wir hier erkennen, dass sozusagen das Vertragsguthaben im ersten Bereich, wenn es unter 5.000 Euro ist, gibt es 0,1% der Kosten zurück. Bei dem Vertragsguthaben über 5.000 Euro, aber unter 10.000, gibt es 0,35% zurück und so weiter. Also hier sehen wir, befindet sich eine Staffelung, je mehr Vertragsguthaben jemand hat, also je länger ein Kunde dabei ist und je mehr er einzahlt, desto mehr profitiert er von dieser Rückerstattung. Wir haben dazu eine separate Tabelle erstellt, indem wir anhand unseres Musterbeispiels hier mit diesen 480 Euro über die 26 Jahre hier, über die ganze Zeile ermittelt haben, wie hoch das Vertragsguthaben ist und dementsprechend hier, wie hoch dieser Überschuss ausfällt und haben das hier aufgeführt. Und daraus ergibt sich dann ein durchschnittlicher Überschuss über die gesamte Zeit von 0,58%. Auf die weiteren Kommastellen gehen wir hier mal nicht ein, also 0,58%. Das ist natürlich der Wert, der jetzt geschönt in Anführungsstrichen ist, weil der nur entsteht, wenn jetzt jemand wirklich über die gesamte Zeit den Vertrag auch durchhält. Jemand, der jetzt nur die Hälfte der Vertragsdauer durchhält, der hat natürlich einen deutlich höheren Durchschnittssatz, weil wie wir sehen, nimmt's ja von, wird ja der Überschuss über die gesamte Zeit immer kleiner.
beziehungsweise die Rückerstattung immer größer und dementsprechend profitiert natürlich der, der lang dabei bleibt, erheblich mehr als derjenige, der jetzt nur 2-3 Jahre dabei ist. Aber wir gehen jetzt hier davon aus, dass 0,58% im Durchschnitt für denjenigen, der den Vertrag durchhält, der Durchschnittssatz ist. Und das bedeutet dann, dass die Fondskosten eben um diesen Wert sich reduzieren und damit die Fondskosten nur noch bei 1,13% pro Jahr liegen. So, und damit ist der Fondskostensatz reduziert. Jetzt geht es aber weiter, und zwar sehen wir hier rechts am Rand, die laufenden Kosten basieren auf den jährlichen Ausgaben, wie im Verkaufsprospekt dargestellt. Hierhinter verbirgt sich der Hinweis und die Botschaft, dass diese Kosten nicht fix und für alle Ewigkeit gleich sind, sondern dass die Fondskosten, diese 1,72 sind hier gemeint, jährlich auch variieren können. Als Kunde wird man weder gefragt noch informiert darüber, dass sich die Kosten geändert haben, sondern man kann, wenn man den Vertrag abgeschlossen hat, dann theoretisch jährlich auf Eigeninitiative in den Unterlagen des Fonds nachgucken, wie hoch die Kosten im vergangenen Jahr waren. Wir gehen einfach davon aus, dass sie auf diesem Niveau bleiben, um jetzt hier irgendwo das Ganze nicht zu verkomplizieren. Dann ist hier der Hinweis an der Stelle, mit Ausnahme von Ausgabe auf bzw. Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt hat, enthalten die angegebenen laufenden Kosten, also diese hier, keine Transaktionskosten des Portfolios. So, komplizierter Satz. Wichtig dabei für dich zu wissen ist, es gibt weitere Kostenpositionen, die in diesen laufenden Kosten nicht enthalten sind. Das ist die wesentliche Botschaft daraus. Wir haben das recherchiert und haben 3 weitere Kostenfaktoren, die wir hier noch mit berücksichtigen müssen. Ich schreibe das mal einfach hier drüber. Erstens die sogenannten Transaktionskosten. Zweitens den Renditeverlust durch das aktive Management. Und drittens die sogenannte Cashlock-Falle. Also, bei Punkt 1, die Transaktionskosten, steht ja auch hier schon drin, schwarz auf weiß, handelt es sich um eine Gebühr, die beim Kauf und Verkauf von Aktien anfallen, und zwar Gebühren auf der Ebene der Börse und auch Steuern, die dabei entstehen. Die Transaktionskosten von allen Fonds sind relativ unterschiedlich und je nach Aktivität, je nach Häufigkeit von Kauf und Verkauf können die natürlich sehr unterschiedlich auch ausfallen. Wir können das hier nicht vorhersagen. Wir können uns hier nur auf wissenschaftliche Untersuchungen, wie in solchen Büchern zum Beispiel, beziehen und können uns hier einen durchschnittlichen, eher gering angesetzten Mittelwert rauspicken, den wir hier ansetzen. In dem Fall reden wir hier von 0,5% im Jahr per annum als realistischen Transaktionskostensatz bei Fonds dieser Kategorie. Zweitens, aktiver beziehungsweise Renditeverlust durch das aktive Management. Nicht zu verwechseln mit den laufenden Kosten für das aktive Management, die stehen ja hier, diese 1,72, sondern hierbei ist gemeint, dass diese Strategie, die der Fonds fährt, des aktiven Investierens dazu führt, dass der Fondsmanager völlig nachvollziehbar und menschlich auch keine Glaskugel hat und gelegentlich auch mal daneben liegt. Dadurch, dass der Fondsmanager die aus seiner Sicht attraktiven Aktien im Aktienmarkt herauspickt und versucht, den richtigen Zeitpunkt für Kauf und Verkauf zu wählen, ist es ja völlig nachvollziehbar, dass er das manchmal sehr gut schafft und manchmal aber auch daneben liegt. Und es gibt mittlerweile mehr als 1000 Studien, die sich mit dem aktiven Investieren beschäftigt haben und immer wieder belegen, dass im Durchschnitt über alle aktiv gemanagten Fonds hinweg dadurch ein Renditeverlust entsteht, weil gelegentliche Fehlentscheidungen die Rendite des Fonds natürlich auch schmälern können. Und wir setzen hier einen Wert an von 0,7%, den wir hier ausgehend von unserer 9% Marktrendite mit berücksichtigen müssen. Unter anderem, weil es solche Untersuchungen wie hier, wo sich 7 Finanzprofessoren lange mit dem Thema beschäftigt haben, das uns auch bestätigen. Dementsprechend haben wir hier 0,7% für diesen Faktor. Und der dritte Faktor ist die eben erwähnte Cashlock-Falle. Was heißt das? Dieser Fonds, wie nahezu jeder andere Fonds auch, hat immer einen Teil des Geldes nicht investiert, sondern als liquide Mittel, also als Cash, auf der Seite liegen. Und das können wir uns hier angucken, indem wir nämlich hier bei den weitergehenden Informationen zu dem Fonds sehen, wie hoch die Barmittel dieses Fonds sind.
In dem Fall sind es hier 1,5%. Das heißt, bei diesem Dokument hier sehen wir zum Stand Juni 2022 hatte der Fonds 1,5% seines Fondsvermögens nicht investiert und auf der Seite liegen. Wir haben uns die letzten Jahre angeguckt und sind im Mittelwert auf 2,5% gekommen, die der Fonds im Durchschnitt an Kapital, an Geld auf der Seite liegen hat. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du 100 Euro in diesen Fonds einzahlst und jetzt bei 2,5%, würden also 2,50 Euro von deinen 100 Euro nicht angelegt sein, würden keine Rendite bringen, sondern eben nur die Differenz, die 97,50 Euro würden angelegt sein. Das heißt, nur auch darauf kriegst du Rendite. Und ausgehend von der 9%igen Marktrendite bedeutet das ja eine Minderung auf die Erwartung der Rendite, was deine 100 Euro angeht. Bedeutet, wenn wir das hier ermitteln, müssen wir hier aufgrund dieses Faktors 0,21% als weiteren negativen Faktor in der Renditeerwartung mit einbauen. Und wenn wir alles drei zusammenzählen, dann kommen wir hier auf 1,41% per annum als Gesamtminderung in der Renditeerwartung. Jetzt war dir das vielleicht ein bisschen kompliziert und du konntest mir nicht ganz folgen bei diesen Werten, die ich dir gerade erklärt habe. Ich gebe dir zwei Optionen. Punkt Nummer eins, guck mal unten in der Beschreibung, da findest du dieses Buch, die eine oder andere Studie und sehr viel Material, was dir diese Thematik noch ganz genau erklärt. Und du kannst dich da sicherlich über Wochen und Monate mit auseinandersetzen. Punkt Nummer zwei ist ein bisschen leichter. Du wendest dich an uns, wir rechnen dir aus, wie viel die jeweiligen Werte in deinem Vertrag, in deiner Fondsanlage ausmachen und erklären dir das und zeigen dir im Zweifel genau, an welcher Stelle du quasi auch Beweise findest, dass dem Ganzen so ist. Wir haben jetzt die Kosten der Versicherung ermittelt, wir haben die Kosten der Fondsanlage ermittelt und die negativen Einflussfaktoren, wie sie hier noch stehen. Und mit den Informationen gehen wir jetzt mal in das finanzmathematische Gutachten über. Wir haben das Gutachten erstellt, hier Helvetia Clevesto All Case zu diesem Tarif. Und wir sehen jetzt zunächst mal unter den allgemeinen Parametern den monatlichen Beitrag von 480 Euro, den wir hier angesetzt haben. Dann die Vertragslaufzeit und Beitragszahldauer. Das Eintrittsalter von unserem Max Mustermann, also sein aktuelles Alter. Dann sehen wir hier, dass die Fondsanlage 100% Aktienanteil enthält. Wir sehen die kostenrelevanten Parameter, und zwar einmal die Fondskosten, wie eben erklärt, mit dieser Staffelung 1,13% bleibt am Ende übrig als Fondskostensatz. Dann geht es weiter mit den renditemindernden Faktoren, die ich eben hier in Schwarz hinzugefügt habe, die wir hier nochmal aufbereitet haben. Und mit den eben erklärten Kappa-Kosten, die festen Stückkosten von 36 Euro pro Jahr. Dann hier für die Abschluss- und Vertriebskosten die 2,5% von dieser hohen Bewertungssumme, das, was der Max Mustermann hier auf lange Sicht insgesamt einzahlt. Und das Ganze wird berechnet über 60 Monate, also über 5 Jahre wird es dem Guthaben entnommen. Und zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch diese anfänglichen 17,1%, die über 9 Jahre berechnet werden. 9 Jahre, wenn wir das hier zusammenzählen, sind es diese 17,1 und ab dem 10. Jahr sind es dann nur noch diese 4,48%. Und jetzt können wir auf die Ergebnisübersicht gehen und sehen hier, dass das insgesamt eingesetzte Kapital, genau die Bewertungssumme, was wir eben schon mal gehört haben, 149.760 Euro beträgt. An der Stelle mal der Hinweis, rechne dir bitte auch mal für dich aus, sofern du es nicht schon getan hast, wie viel gibst du in deiner Altersvorsorge insgesamt monatlich aus? Rechne das mal 12 mal Jahre bis zur Rente. Und die Zahl schreib dir mal ganz fett, am besten mit dem Edding auf ein großes Blatt Papier und frag dich, ob du dir wirklich sicher bist, dass du dieses Geld, was du in der Zukunft noch ausgibst und investierst, wirklich sinnvoll und richtig investierst oder dich vielleicht ein bisschen voreilig nur auf die Aussagen irgendwelcher dritten Berater, die dir am Ende nur was verkaufen wollen, verlassen hast. Oder ob es vielleicht wert ist, das Ganze mal neutral prüfen zu lassen. Im Ergebnis sehen wir, dass der Max Mustermann hier nach unseren Berechnungen auf fast 287.000 Euro brutto kommt. Und daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten. Punkt Nummer eins ist eine komplette Einmalauszahlung von 270.000 Euro netto oder eine monatliche Rente von 576,40 Euro. Hierbei kommt wieder der garantierte Rentenfaktor ganz vom Anfang des Videos zum Tragen.
Das wirkt jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben beides mal durchgerechnet, Einmalzahlung und Monatsrente. Und da gebe ich dir jetzt mal Folgendes mit. Bei der Einmalzahlung werden 149.000 Euro investiert und 270 kommen raus. Klingt erstmal richtig gut. Ganz wichtig zu beachten, Thema Inflation. Die Inflation ist im Moment auf einem absolut hohen Niveau von 7-8% derzeit, schwankt ein bisschen. Wenn wir hier mal realistisch einen Durchschnittswert der Inflation nehmen, dann kalkulieren wir üblicherweise mit 2%. Das heißt, die Inflation, sollte dir bekannt sein, sorgt ja dafür, dass die Dinge um uns herum teurer werden, beziehungsweise unser Geld weniger Wert hat, weil wir weniger dafür an Lebensmitteln, an Waren, an Dienstleistungen kaufen können. Bedeutet also, wir müssen hier die Inflation mit berücksichtigen, weil der Wert der 270.000 Euro in 26 Jahren kleiner ist. Wir haben das ausgerechnet, mit 2% liegt der reale Wert noch bei 161.600 Euro. Das heißt, an der Stelle sehen wir schon mal ganz klar, wie sehr die Summe schrumpft und wie gering oder deutlich geringer die Kaufkraft letztendlich ist. Und das Gleiche trifft natürlich bei der Rente auch zu. Da ist es so, dass die Rente sich bei 2% auf nur noch 344 Euro reduziert. So, das heißt, egal ob Einmalzahlung oder Rente, beides wird natürlich von der Inflation deutlich im Wert kleiner. Die Schuld liegt nicht beim Versicherer und nicht beim Fonds. Das sollte dir auch klar sein. Das Thema betrifft uns alle und ich sehe es oft, dass die Leute das vergessen oder ignorieren oder nicht richtig verstehen. Deshalb betone ich es an der Stelle so deutlich. Wir haben jetzt mal ausgerechnet für den Fall, dass sich hier der Max Mustermann für die Rente entscheidet, wie lange er diese 344 Euro beziehen müsste, damit er sein eingesetztes Kapital oben wieder raus hat. Die Antwort lautet 36 Jahre. Das heißt, er müsste 36 Jahre leben im Rentenalter. Das heißt, wenn er mit 67 in Rente geht, muss er mindestens 103 werden, damit er über die monatliche Rente mit Berücksichtigung der Inflation sein eingesetztes Geld wieder raus hat. Das ist schon ein ziemlich stolzes Alter, was er erreichen muss. Und ab dann kommt er quasi erst in die Gewinnzone und, naja, profitiert davon. Jetzt kann man sich die Frage stellen, woran liegt das und kann man das irgendwie verbessern? Zunächst gucken wir uns hier in der Mitte diesen Bereich an. Wir sehen hier nämlich die Kosten, die auf der Ebene der Versicherung entstehen, sehr wohlwollend gerechnet, du erinnerst dich, mit dieser Staffel komplett zugunsten des Kunden, dass hier wirklich diese Rabatte, die hier drin sind, wirklich über die nächsten 26 Jahre genauso laufen, betragen die Versichererkosten knappe 18.000 Euro über die gesamte Zeit. Die Fondskosten inklusive der Nebenfaktoren, die unmittelbar mit der Fondsanlage zu tun haben, sind hier etwas über 70.000 Euro Belastung. Das heißt, beides zusammen, knappe 90.000 Euro stecken hier an Gebühren, an Belastungen, an Faktoren insgesamt drin. Und als Finanzexperten, die eben schon tausende Verträge optimiert haben, kennen wir den einen oder anderen Hebel, hier auf die Zeit und auf die Jahre gesehen, ein paar Zehntausender rauszukatten, die durch Optimierung möglich sind zu reduzieren. Und das führt beim gleich eingesetzten Kapital hier oben, bei der Reduzierung dieser Belastung, logischerweise dazu, dass hinten raus deutlich mehr Kapital zur Verfügung steht. Egal ob für die Einmalzahlung oder für die Rentenzahlung. Bedeutet das, dass hier deutlich mehr Geld am Ende der Max Mustermann bekommt und damit natürlich in seinem Rentenalter vielleicht eher in Rente gehen kann oder halt einfach ein schöneres Leben im Rentenalter hat oder vielleicht besser über die Runde kommt, je nachdem, ob er noch weitere Verträge hat. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, wie sehen die Zahlen bei dir aus? Reicht dein Vertrag, so wie du ihn hast, beziehungsweise lassen sich auch bei dir die ganzen Zahlen optimieren? Hast du vielleicht irgendwelche Überraschungen im Vertrag, die wir jetzt hier gar nicht drin hatten, die du noch gar nicht kennst? Gibt es bei dir auch Hebel, dass du deutlich mehr am Ende raus hast? Oder gibt es vielleicht Alternativen, die dein Geld noch deutlich verbessern und deutlich besser anlegen? All diese Fragen, die dich jetzt möglicherweise gerade beschäftigen, bei denen können wir dir helfen. Geh mal auf www.tappeconsulting.de, informier dich ein bisschen über uns und dann buche dir doch mal einfach ein kostenloses Erstgespräch mit uns, in dem wir uns deinen Vertrag angucken und überlegen und dir zeigen, an welchen Stellen und Schrauben man bei dir drehen kann, sodass einfach mehr aus deinem Geld am Ende rauskommt und du mehr aus deinem Geld machst. Also ich freue mich, wenn wir dir dabei helfen können und wenn wir beide uns persönlich bald kennenlernen. Bis dann, dein David.